Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2024. Euch generell im Leben und auch auf meinem Kanal mit meinen Videos. Ich glaube, wir machen den Sound noch einen Tick leiser. Die ersten beiden Folgen musste ich das noch einstellen, in der zweiten hatte ich das vergessen. Jetzt ist die dritte Folge. Ich habe den Season Pass geholt. Aber ihr seht, jetzt wird es langsam auch laut. Moment. Gehen wir mal auf. Ja, das muss so tief. So. Ja, da seht ihr schon welches. Ich hab das Steel Series Arctis 7P Plus. Das macht auch 3D Audio auf der PS5. Genau. Damit mache ich mittlerweile alle meine PC-Videos. Und wenn ich hier auf volle Pulle habe, man kann es dann noch lauter machen. Aber das wird, sonst wird es perfektioniert. Das Spiel werden wir im Multiplayer spielen und auch Einzelrennen. Auf der Nordschleife. Ich nehme immer gerne die Fahrlinie, das mache ich sogar bei Forza und bei Gran Turismo, bei nicht so schweren Spielen, aber das ist ja hier schon eine bockschwere Simulation. Ja, wir machen Zeitfahren. Ach, da müsste eine neue Strecke dazu gekommen sein jetzt. Le Mans. Mal gucken. Watkins Glen ist auch mit drin. Sollen wir hier oben gucken? Le Mans ist mit drin. Bugatti auch. Das ist der. Ja, steht ja schon da, was es ist. Ja, auch geil. Das ist jetzt neu mit reingekommen. Es wird immer noch supported, natürlich, das Spiel. Seit Jahren. Und es hat sich ganz viel getan in dem Spiel. Und ihr seht, da kommen immer noch neue Strecken und wir haben sehr viel im Ende mehr als bei Gran Turismo oder bei Forza. Und viele echte Rennstrecken. Autos können das mit dem Forza natürlich nicht mithalten. So, wir haben den schwächeren Caterham gefahren. Wir werden jetzt nicht noch den Superlight nehmen. Obwohl der ist tiefer. Seht ihr hier die Höhe? Und jetzt? Der ist höher. 620 Gewicht. 630, der ist ein bisschen schwerer. 177 PS. 121. Aber ich glaube, wir sind den schon gefahren. Den hier. Ich weiß es nicht. Wir wollen uns hier unten nach unten arbeiten, ne? So. Im Laufe der Zeit. Nö, wir nehmen gleich den stärkeren. Mit 300 PS jetzt. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ja, sind wir mal gespannt. Ich zeige noch mal im Showroom. Da seht ihr den Auspuff von unten noch ein bisschen besser. So. Und ich habe ihn noch nicht test gefahren, ne? Manche fahren sich ja erstmal ein paar Runden warm auf der Nordschleife und dann machen sie das Let's Play, ne? Wird sozusagen jetzt ins kalte Wasser geworfen, aber ja, fahren tun wir mit dem T300 RS von Thrustmaster, befestigt am Wheelstand Pro. So. Geht los. Nee, Rot will ich aber nicht haben. Rot ist mir von der Optik her zu aggressiv. Wir mögen ja auch keine roten Ampeln. Weiß ist immer, da kann man nichts verkehrt machen, ne? Was haben wir hier? Weiß, Rot, Weiß, Blau.
So, Speedy werden wir auf jeden Fall schlagen von der Zeit. Es sei denn, also wenn man einmal von der Strecke abkommt, wird die Zeit nicht gewertet. Dann kommen wir hier nicht in die besten Listen rein. Keine Rekorde aufgestellt, das sind Freunde. Das soll die Welt sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nur so wenig Fahrer sind. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es im Zeitfahren, wir machen die Einzelrennen oder so. Gut, aber den Mr. Hartsmurf, den kenne ich noch nicht. Das wird schon schwierig, den zu schaffen. Wollen wir mal sehen. Alles klar. Und der Sound müsste, dann müsstet ihr meine Stimme jetzt auch beim Fahren hören. Sonst machen wir noch einen Tick leiser. Was geht los? Ja, er lädt schon. Ja, wir haben heute den 2.1. und bis zum 4.1. ist noch Steam Winter Sale. Bin noch nicht ganz schlüssig, ich habe noch knapp 18 € auf dem Guthaben. Alles klar. Dann setze ich mich mal richtig hin. Trink den Kaffee noch. Und dann geht's los. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Alter, der ist aber ganz anders. Der hat richtig Zug. 300 PS. Boah. Dann lassen wir erstmal ein bisschen langsamer angehen. Die Reifen haben nicht so viel Grip, wie man glaubt. Er hat Straßenzulassung, ne? Das kann man auf der Straße fahren. Wir wollen eine saubere Runde hinbekommen. Also ich fahre nicht nur nach der Fahrlinie. Ich bremse manchmal auch ein bisschen später. Seht ihr ja auch. Oh! Nein! Das ist schade. Fahren wir trotzdem durch. Weil das wird sonst... ein Fahrfehler... kann gemacht werden. Das ist keine Schande. Aber das andere waren, glaube ich, Rennkesselhams. Und dieser hier hat Straßenreifen. Also die anderen hatten wohl Rennreifen drauf. Also das ist hier noch schwierig, Ende schwieriger. Zeit läuft trotzdem weiter, das ist ja gut, dann wissen wir, wo wir stehen nachher. Oh.
Ah. Ja, ja, auf dem zweiten ist er gefährlich. Mit Traktion. Schade. Kann man nicht Vollgas durchfahren. Ihr seht, wie das Fahrzeug arbeiten tut, die Feder wohl. Merkt man auch alles am Force Feedback.
Ah! Oh! Oh, 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 oh! Oh! Alter! Mensch! So. 9 Minuten. Er zahlt es ja trotzdem an. Ja. Alter, und die Flaggen wehen im Hintergrund im Rückspiegel. Geil, kann ich euch sagen. Die anderen waren ja noch Kindergeburt, sagt die Kletterhems, aber dieser hier ist echt böse. Ja, fährt sich richtig babamäßig. So, meine lieben Freunde, wir sind eine 9,57 gefahren. Muss man uns mal merken. 9,57. Ja. 9,57. Ja, da haben wir nicht mithalten können mit dem Hartzmurf. Aber ihn haben wir wieder geschlagen, den Sweetie. Ja, und das ist schon ein echt guter Fahrer hier. Das ist der Weltrekord. Ja, meine lieben Freunde, wir können uns ja den Wagen nochmal anschauen. Das ist er. Also der wiegt noch nicht mal 700 Kilo und hat 300 PS. Ne? 300 PS ist sehr viel. Also ich bin mal im... Kann ich euch ja mal erzählen. Einen Moment. Ich mache mir mal eine Zigarette. Das sind ja kurze Folgen, da kann man sich danach noch ein bisschen Zeit lassen. Aber nur wer sich Zeit nimmt, der hat auch welche. Hat Thomas D. von den Fantastischen Vier mal gesagt. Sehr schlauer Mann. So. Ich bin mal als kleines Kind, der hat bei Nissan gearbeitet, das war ein Kfz-Mechaniker. Und der hat einen Wagen sich am Wochenende ausgeliehen. Fürs ganze Wochenende. Und das war ein Nissan Sunny GTI. Also wieder Golf GTI R. Noch mit einem R dahinter. Nissan Sunny GTI R. Der hatte Schrotgurte drin und alles. Und der hatte 250 PS ungefähr. Die Autos früher, so eine Nissan Sunny, war ja natürlich auch noch leichter. Und dann hat er nachher auf der Geraden richtig stark Gas gegeben. Machen wir mal die Kippe an. Richtig auf, also Vollgas gegeben. Und ich bin richtig in den Sitz gepresst worden. Sowas vergisst man sein Leben lang nicht. Das war ein richtig geiler Moment als Kind. Mhm. Der hat mich wieder nach Hause gefahren. Von einem meiner besten Freunde früher. Ja. Gut, meine lieben Freunde. Wollen wir mal sehen, was als nächstes ansteht. Die Kesserhems haben wir abgefrühstückt. Den haben wir schon gefahren. Was hatte der eigentlich? Ja. Kann man hier auch die Reifen sehen. Scheinwerfer. Kann man nicht sehen, ne? Ob die Rennreifen drauf haben. So, wir kommen als nächstes. Oh, da kommen aber viele Autos. Also, ihr seht mal, was das jetzt für ein Paket ist. Mit dem Season Pass. Was da alles so drin ist, ne? Viel, ne? Also, hier ist auch noch. Das hier Ginetta, die kennt man ja von Projekt Cars. Den Wagen kenne ich nicht. Haben wir hier GT4 Klasse, GT3 Klasse. Genau. So, und hier unten geht es noch weiter. Also da ist auch ist bestimmt über 100 Autos. Wenn nicht noch mehr. Einen Moment. Season Pass. Obwohl, das könntet ihr auch selber nachgucken. Gibt es für 25 Euro mittlerweile. Früher war der günstigste im Sale 40 Euro. So. Wir gehen als nächstes in die Cooper Classic rein und dann fahren wir den hier.
hoffe mit Rechtslenker, aber mit Linkslenker. Den. Dann kommt der. Die sind alle in derselben Klasse. Auch Telefunken. Ich glaube, Telefunken war früher mal deutsch, aber ob es den Hersteller noch gibt, weiß ich nicht. In Brasilien wahrscheinlich schon. Da gibt es auch noch einen Käfer. Aber ich glaube, der Käfer, aber jetzt immer noch gebaut wird in Brasilien, das weiß ich nicht. So. Na, haben wir verdrückt. Mini Cooper. Ja, die fahren wir alle. Ne? Ist ja logisch. Das werden viele Folgen. Ja, ich habe im Sale gute Sachen gekauft. Aber ich kaufe auch bei Instant Gaming, wenn kein Sale ist. Ja, meine lieben Freunde, der Sound war jetzt, glaube ich, auch gut eingestellt. Das werde ich dann nochmal nachprüfen, wenn ich das Video hochgeladen habe. Gut. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ja, und für ein paar mehr Abos. Ne, also, ich mache das extra auch schon in meine Videobeschreibung mit rein. Hat auch schon ein bisschen was gebracht. Also, ich habe über 2400 Videos für euch parat. So viel habe ich in 6 Jahren hochgeladen. Es sind bald 2500. Also, da ist für jeden... Der war sehr laut. Da ist für jeden was dabei. Mein Kanal hat auch einen Mehrwert. Da ist ein Ordner drin, Gesundheit für Körper, Geist und Seele. In der Playlist. Da findet ihr zum Beispiel die Saftpresse, die ich auch in Wirklichkeit habe. Da findet ihr aber auch ein Video über ein Wasserdestilliergerät. Obwohl, da muss ich jetzt sagen, nicht im Baumarkt gehen und destilliertes Wasser kaufen. Das ist für Bügeleisen, das ist tödlich. Ob es tödlich ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Ja, aber das ist ein Video, das ich habe ein anderes Wasserdestilliergerät. Eins für 250 Euro. Von Baizu. Baizu heißt der Hersteller aus den Niederlanden. Und das hat auch 5 Jahre Garantie gehabt, aber das habe ich auch schon 4-5 Jahre. Da mache ich jeden Tag mein Wasser mit. Verfeinert wird das Wasser noch in der Aladdin-Karaffe. Dann wird das Wasser nach 3 Minuten durch den goldenen Schnitt aus der Natur hexagonal. Von der Struktur her. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Automobilista 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles klar. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.